Willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play. So, wir haben erfolgreich die imperiale Basis durchquert. Die imperiale Windanlage. Konnten wir noch ein bisschen Geld mitnehmen, haben das Teil bekommen, was die Mechanikerin haben möchte, damit sie unseren Gleiter verbessert. Und jetzt haben wir hier den ganzen Windkanal erstmal stillgelegt, damit wir da auch wieder raus können, weil wir sonst keinen anderen Ausweg haben. Also gehen wir raus und fahren wieder zur Mechanikerin, geben ihr das Teil und dann mal gucken, wie sie unseren Gleiter noch aufpimpt. Also schön, dass ihr dabei seid, Leute. Willkommen zurück zum Let's Play. Und auch vielen Dank für den Daumen nach oben gestern. Wow. Ja, ich schüttel's einfach ab. Ja, ja. Das war keine weiche Landung. Oh, da steht mein Gleiter, oder? Kann ich einfach damit rausfahren. Warte mal, was ist mit den Seitentüren hier? Ah, da war ich. Das ist der Bereich unten, wo ich... Ja, genau, wir sind da reingekommen. Okay. Gut, dann fahren wir hier raus. Bereit, Nix. Oh. Ich glaube, wir kriegen noch ein bisschen Rückenwind. Jawoll. Alles in Ordnung da hinten? Er sitzt noch. Er ist noch nicht rausgeflogen vom Gleiter. Okay, das war eine nice Fahrt. Leute, sollte euch die Folge heute vielleicht wieder gefallen, klickt gerne noch auf den Like-Button und lasst auch gerne einen Kommentar da. Dankeschön. 0,6, ich muss wieder oben hier auf den Hügel rauf, ne? Stopp! Nicht hier runter so weit, oder? Ja, doch. Die Luftspiegelung heißt das Ganze. Achtung! Unsere gestohlenen Vorräte wurden in einem Piratenlager gefunden. Ja? Eine Eingreiftruppe ist unterwegs, um imperiales Eigentum zurückzuholen. Okay. Jawohl, mache Meldung. Piratenlager. Aber da, die sind nicht hier. Ich muss auf jeden Fall... Warte mal, da ist ein Piratenlager. Hier unten, da. Unterhalb von der Mechanikerin. Da ist die Eingreiftruppe. Die Fähre. Da ist das Piratenlager und die wollen sich jetzt ihre Sachen wiederholen, ne? Können wir mal sehen, wie das Imperium hier angetanzt kommt. Ich dachte, da kommen nur zwei raus. Okay. Sieben? Sieben und ein Kommandant? Piraten legen sich mit keinen Mucks, mein Freund. Die Piraten legen sich mit dem Imperium an. Was? Ah, scheiße. Ich wollte gerade sagen, was ist denn, wenn ich jetzt in deren Fähre reingehe? Dann machen die einfach die Tür zu. Okay, das Imperium hat die Piraten ausgeschaltet. Alle. Bewegung nicht. Sie haben es auf uns abgesehen. Aber das Gute ist ja, dass Sturmtruppen nicht treffen. Aber die treffen mich. Das ist unrealistisch. Alter, die treffen mich ziemlich gut, das ist sehr unrealistisch. Schnell! Die lassen nicht locker! Das ist ganz gut. Das ist okay, vergiss. Ja, Imperium, vielleicht doch auch ein bisschen hart, die einfach so wegzuballern, wenn die in deine Richtung alle Maschinen. Ich hätte auch gerade keine gute Position. Sehr unrealistisch, dass das Imperium so gut treffen kann. Haben die hier was an der Basis eigentlich noch als Versteck? Sie zur Basis zurück, sobald Sie mit Ihren Runden fertig sind.
Die alte Blasterwunde meldet sich wieder. Die alte Blasterwunde? Ja. Was war das? Oh, Griff! Digga! Jetzt geh endlich mal weg, Mann. Blöder Scout-Truppler hier. Ach, damit sollte es gehen. Wir wollen hier einen Behälter. Ja, stell dich mal weiter dahin. Perfekt. Ohne Verstärkung. Was? Wow. Zentrale, hören Sie mich? Sie haben sie abgeschüttelt. Hol sie dir, Kumpel. Angriff. Assassin's Creed. Takedown von oben. Geht leider nicht. Schade. Achtung, Achtung. Gesucht? Unsere Verdächtige wurde bei Yauntas Hoffnung gesehen. Das bin ich nicht. Verhaftung sicher. Das war ich nicht. Ihr habt die falsche Person gesehen. Jetzt werde ich gesucht von Imperium. Wie wär's mit einer Spritztour? Warte mal. Okay, jetzt muss ich wieder da oben rauf, um zur Mechanikerin zu kommen. Was ist denn das für eine Höhle? Haben wir Licht? An alle. Verdächtige wurde in ihrem Bereich auf freiem Fuß gemeldet. Weitersuchen. Nehmen Sie sie sofort fest, wenn Sie sie finden. Das ist einfach nur, um auf die andere Seite hier zu kommen. Sie ist Person verloren. Kehren Sie auf Ihre Positionen zurück. Jetzt kann uns keiner mehr was. Ein... Ah! Alter, was ein Baum, ey. Fahren wir. Hat das Imperium ja nicht so lange gesucht. Alter! An jeder Ecke bleibt man hier hängen. Festhalten. Das war ein Kaktus oder sowas. Wo ist denn dieser Weg? Da. Ich bin da. Hab's geschafft. Bisschen wenig Lebenspunkte gerade. So, wird wieder. So. Das war eine Aktion, ey. Was habe ich dir gesagt, hä? Ganz einfach. Ich hätte das Teil nie bauen sollen. Immerhin dient es ab jetzt einer guten Sache. Gut ist etwas übertrieben. Also, ich mag dich deutlich lieber als das Imperium. Wo ist dein Gleiter? Ich muss nur noch den Repulsor anschließen und das war's schon. Jetzt kann man auch locker zu zweit drauf fahren. Oh, wirklich? Ich meinte deinen kleinen Freund hier. Ja, ich auch. Genau den habe ich gemeint. Danke. Ich muss los. Wir sehen uns, Kay. Okay, ich dachte, sie möchte eine Runde mitfahren. Neue Fähigkeit freigeschaltet, Temposchub. Ermöglicht einen kurzen Geschwindigkeitsschub. Okay. Wow, können wir aber nochmal über weitere Schanzen überwegspringen. Aha. Vielleicht um nochmal auf andere Gebiete zu kommen. So, bei der kann ich aber noch mehr lernen. Und zwar hier zum Beispiel. Führe einen 60 Meter langen Sprung durch, ohne abgeworfen zu werden. 0 von 60. Das dann einmal lernen, dann kriege ich Gleitersprung. Ah, den kann ich immer springen. Okay. Was haben wir hier? Schatzjägerin. Finde Behälter, 0 von 10. Finde verschiedene Möglichkeiten, nix glücklich zu machen. 1 von 4. Wahrscheinlich auch essen und so, ne? Und seine Schätze finden. Lass dir von nix einen Gegenstand bringen. Okay. Kompressor für Rauchbomben.
Brauche ich dafür? Rauchbombe. Oh, eine Rauchbombe ist geil. Guck mal, kannst du schön Rauchbombe werfen und dann wieder wegschleichen, falls sich mal jemand gesehen hat. Da habe ich schon Polycarbonat, habe ich genug. Energiefokus habe ich auch 3 von 3. Ich brauche nur einen Kompressor für Rauchbomben. Schmuggler haben Rauchbombenkompressor in den Weidennauen von Toshara abgeworfen. Haben sie? Und da kann ich dann die Prozessoren finden. Ah, guck mal, werden mir gleich angezeigt. Hier finde ich Prozessoren und dann habe ich schon die Rauchbombe. Ey, du kriegst so viele Sachen hier, die du machen kannst. Was sind das da? Fallenstellerin? Schatz? Hier? Ja, das ist da unten wieder da wo ich eben von Imperium niedergeballert wurde. Was ist das da? Durafaserstoff. Ein Kernstück zur Herstellung von Celo Rovaks Halunkentasche. Ah, kommst du echt nicht so schnell weg vom Planeten, wenn da so... Alles für die Verbesserung der Ausrüstung. Das ist echt gut. Also ich glaube, es macht auch echt Sinn, wenn neue Ausbilder wie hier Experten zur Verfügung stellen, dass man sich die so schnell wie möglich freischaltet, damit man dann daran arbeiten kann, hier die ganzen Fähigkeiten von denen auch zu lernen. Das ist die Halunkentasche. Was machen wir da? Erhöht die Anzahl an Bacta-Fiolen und Granaten. Ja, dann kann ich noch mehr Heilung tragen. Auch die Tasche sollte ich mir holen. Gesetzlosentasche. Das ist die Verbesserung davon, ne? Also ich brauche hier nur noch Durafaserstoff, aber der wird mir... Nee. Roboma-Leder? Das wird mir aber auch schon auf der Karte angezeigt halt. Dann sollte ich mir diesen hier, die Hackerin, auf jeden Fall auch schon schnell freischalten. Das ist ja in der Stadt, damit ich da auch die Fähigkeiten schon besser. Stück für Stück lernen kann. Ich glaube, da kümmere ich mich jetzt auch als nächstes drum. So, also hier ist auf jeden Fall eine Fallenstellerin. Da gibt es wieder 2 Schätze, die kann ich mir später noch holen. Die verschwinden ja nicht. Hier gibt es dann die Tasche oder Durafaserstoff für die Tasche. Und für die Rauchbomben hier. Also das sind auch sehr, sehr brauchbare Fähigkeiten. Ich meine, wenn ich jetzt schon Rauchbomben hole für nächste Mission und so. Dann gehe ich später hin. Ich gehe jetzt mal erstmal in die Stadt. Denn der nächste Hinweis für die Hackerin ist ja hier oben in der Kantine in der Stadt. Dann hole ich mir die Ausbilderin auf jeden Fall auch schon mal gleich. Damit wir so schnell wie möglich Ausrüstung und Fähigkeiten schön freischalten können. Und die nächste Mission einfacher werden. Wohlstand! Kämpfen Sie für das Imperium und verteidigen Sie diese Werte! Schreiben Sie mich an! Wohlstand! Für alle, ja. Wenn man das Imperium will. Mhm, mach. Klar. Klar. Sehr vertrauenswürdig auch. Der Typ hier ist auch wieder nicht da. Der Sportsüchtige. So, hier drin gibt es Informationen wegen der Hackerin. Die Barkeeperin danach fragen vielleicht? Nein. Eine Runde eures Besten. Was steht denn dran für die Quest hier? Einige Kriminelle im Makkal möchten die beste Hackerin Tosharas anheuern. Folgen wir. Unterweltgerüchte. Quanya, für die verrücktesten Schlickwühler der Galaxis. Je länger sie bleiben, desto mehr wecken sie. Vielleicht kann ich jemanden belauschen deswegen oder so. Die Musikbox wird mir nicht helfen. Ich brauche mehr Zeit. Wenn du jemanden früher brauchst, hol dir einen anderen Hacker. Über dir. Zwei Meter, ein Meter. Der hier vielleicht. Irgendwas sagt mir, dass du nicht wegen der Aussicht hier bist. Diese Piraten finden unser Lager jede Saison. Eine Kiste Flieger hält sie uns normalerweise vom Hals, aber es war schwer dieses Jahr. Sie haben uns alles genommen, auch unsere Glücksbringer. Die sind nicht viel wert, aber sie bedeuten uns eine Menge. Oh, ich könnte vielleicht helfen. Ich habe Erfahrung. Ich will keinen Ärger. Wenn du die Glücksbringer zurückholen kannst, ohne Aufsehen zu erregen, dann zahlen wir dafür. Ich kümmere mich drum. Nee, ist eine andere Aufgabe. Gestohlene Glücksbringer.
neue Informationen gefunden. Hilft mir nicht weiter für die Hackerin. Aber werde ich auch machen. Wem kann ich denn hier drin noch belauschen? Zuhören. Hier. Ich habe dich bezahlt, um an Ayla Brenn zu kommen. Irgendein zweitklassiger Hacker interessiert mich nicht. Ja, das ist sie. Aylas Kontakt sagt, sie nimmt keine Aufträge an. Vielleicht sollte ich mal ein paar Takte mit dem Kontakt reden. Viel Glück. Der kommt kaum raus aus dem Crimson Dawn Bezirk. Er wohnt quasi in unserer Landebucht. Ich wette, Ayla Brenn weiß, wo man gute Hacking-Ausrüstung findet. Ja. Also wieder zum Crimson Dawn Anwesen, ne? Ja, das ist bei Crimson Dawn oben drauf. Also oben drin. Da auch, wo die... Aber das ist doch hier die Zone, wo ich nicht hin darf. Vorratslager haben wir da, aber da hier bis dahin durfte ich doch nie so wirklich gehen. Aber ich brauche die Ausbilderin. Schauen wir mal, vielleicht kann ich auch davor schon mit jemandem reden oder so. Kommen Sie und sehen Sie selbst. Dieser Einsatz ist gar nicht so schlecht. Noch darf ich mich da drin etwas bewegen bei den... bei Crimson. Darf ich Ihnen etwas ganz Besonderes zeigen? Blasterverletzung macht wieder zicken. Alle Sturmtruppler reden hier von Blasterverletzungen. Jeder hat eine Blasterverletzung. Hier steht, Sie hätten Steuerschulden. Steuerschulden? Ich habe alles bezahlt. So, dann sind wir hier wieder bei Crimson Dawn. Nichts als verbrannte Erde übrig geblieben. Ich muss aber leider ganz hier hinten rein. Aylas Kontaktperson. Hoffentlich darf ich mit der da einfach reden. Ich kann mir immer noch keinen Reim darauf machen. Das wird ein guter Tag. Ich habe schon wieder vergessen, mir was zu essen mitzubringen. Ich muss wirklich da oben rauf. Ich kann hier kaum einen klaren Gedanken fassen. Dieses Gebiet ist sauber. Ich drehe noch mal eine Stunde. Ich hab nichts gesehen. Wie ein Schatten, okay? Ist das da die Kontaktperson, der da steht? Darf ich mit denen reden? Ich kann nicht allzu lange hier draußen bleiben. Die sehen mich nicht. Der reagiert auch nicht auf mich. Ich glaube, das könnte die Kontaktperson sein. Reden wir mal. Hey, sag mal, kennst du zufällig eine Hackerin namens Ayla Brenn? Sie sucht nicht nach Aufträgen. Oh, ich will sie nicht anheuern. Ich bin selbst Hackerin. Ich will nur mit dir reden. Weißt du was? Wie du willst. Ayla, ihr fragt seine Amateure nach dir. Ernsthaft? Ich bin beschäftigt. Was willst du? Oh, ich bin Kay Vess. Ich suche nach neuer Hacking-Tech. Ich habe gehört, du wärst die Beste in der Gegend. Vess, was du nicht sagst. Bring mir ein imperiales Sequenziergerät. Dann reden wir. Oh, sieh mal an. Sie hat Koordinaten geschickt. Du Glückspilz. Okay, das ging ja super schnell. Die Hackerin. Ich hatte schon befürchtet, dass ich hier wieder rausgeschmissen werde oder so. Wir klauen mal nichts, sondern gehen einfach wieder hier unten raus. Die Hackerin. Okay. Ich glaube, die hat den Nachnamen Vess schon mal gehört. Kann das vielleicht sein, dass die Hackerin ihre Mutter gekannt hat oder so? Ich habe auch nichts gesehen, deswegen gehe ich wieder. Ich muss doch endlich mal bemerkt werden. Warte mal, wo war denn der Ausgang? Der schlimmste Auftrag aller Zeiten. Ah, hier. Hier die Treppe hoch.
nicht alles rum ist, glaube ich. Nicht, dass die da unten skeptisch werden, wenn ich da weitergehe, wo ich auch vorher noch nicht war. Immer schön konzentriert bleiben. Der schlimmste Auftrag aller Zeiten. Okay, südliche Wasserfälle ist die, also wieder draußen in der Wildnis. Warte mal, das ist doch die imperiale Basis hier. Stiehl den Sequenzmodulator. Kann ich hier irgendwo hinreisen vielleicht? Nee. Das ist das Schiff, das. Okay, aber das muss ich mir, will ich jetzt auf jeden Fall haben, die Hackerin. Dann fahre ich halt mit der Stadt hier wieder raus. Wenn die Führung mich nur endlich mal. Dann kann ich hier ist der Ausgang, ne? Nein, nicht folgen. Nicht folgen! So geht's schneller raus. Ja, genau. Perfekt. Das kann ich da nämlich runterfahren. Und dann direkt dorthin. Ich bin gespannt, ob es dann auf diesem Planeten hier noch mehr Ausbilder gibt, wo man Fähigkeiten lernen kann, oder ob die anderen dann auf anderen Planeten sind. Aber wie gesagt, ich halte es wirklich für sinnvoll, die so schnell wie möglich freizuschalten und auch die Fähigkeiten dann versuchen freizuschalten, damit man für spätere Missionen, weitere Missionen immer die passenden Ausrüstungsgegenstände und Fähigkeiten alle mit dabei hat. Das war der Boost. Er lädt ganz gut schnell wieder auf. Will mich schon wieder einer anschießen? Werde ich verfolgt? Ah, die steht da hinten. Das hier ist die imperiale Basis. Ein Techniker sollte einen haben. Okay. Den kleinen Außenposten hatte ich ja schon mal über den Haufen geballert. Das könnte der Techniker sein. Stiehl den Sequenzmodulator von einem Techniker. Hier drüben ist nichts. Ende. Kann nur angreifen, aber nicht stehlen. Aber das liegt so da, ne? Explosion auslösen. Lass uns das hochjagen. Wieso siehst du mich? Ich bin im Busch. Die kann ich auf jeden Fall beide sprengen. Nicht verstanden. Hier tut sich nichts. Hm? Na los. Na toll, das war nur so Rauch. Das war nur so eine Rauchexplosion. Nix, jetzt kein Mucks. Hey, hier darfst du nicht hin. Ah, der da oben nervt. Komm jetzt her. Du hast hier. Kannst du gerade was sagen? Vorrücken! Wieso haben die das mitbekommen? Ich nehme mal den Blaster von denen mit. Lasst sie das nicht, wir brauchen Hilfe! Guter ELF! Holy shit! Oh, das tut gut. Die Scharfschützen, ey, wenn die mit einem aufgeladenen Schuss ballern, ist echt schmerzhaft. Ich rufe Verstärkung. Dafür werde ich nicht gut genug bezahlt. Da drüben! Verstanden. Bringen Sie die Verdächtige her. Holen wir sie um. Komm, ich glaube, das ist die Verstärkung, die gerade angetroffen ist.
Kann das sein, dass er im B... Wow! Imperium aggressiver geworden ist? Als ich das erste Mal hier war, da kamen ja nicht so viele Leute. Jetzt rufen die gleich Verstärkung und alles. An alle Einheiten, bitte melden. Die Flüchtige ist gefährlicher als zunächst angenommen. Was? Beschäftigen Sie sie und warten Sie auf Unterstützung. Das ist eine Menge Ärger. Alter, wie viele Leute sind da gekommen? Ja, ich hatte nur ein Leben für einen Treffer. Und da kommen noch mehr hier mit Speeder angefangen, ey. Mittlerweile, also am Anfang hat das Imperium ja hier kaum Verstärkung gerufen. Ein Sequenzmodulator. Ein Techniker sollte einen haben. Jetzt mittlerweile werden die echt aggressiv, ey. Ja, der Wind hier auf dem Planeten ist krass. Bald werde ich hier abgelöst. Endlich. Diese blöden Scharfschützen da oben. Das heißt, ich kann den nicht mal hierher rufen. Such noch einmal die Umgebung ab. Ende. Um, den hier im Busch auszuschalten. Weil der da oben das sieht. Ich schwöre dir, wenn ich noch ein Veggie freischwürfel essen muss. Oh, die Rolltür auf. Was war das? Nichts Ungewöhnliches. Seltsam. Scheint alles in Ordnung zu sein. Nichts. Hier ist niemand. Merkwürdig. Ob die Barriere ausgemacht, die da war. Nichts. Also oben stehen auf jeden Fall immer die zwei Typen drauf. Bereich ist sauber. Plus die anderen, die unten noch rumlaufen. Wie bitte? Ich glaube, mein Funke macht es kaputt. War wohl doch nichts. Keine Gefahr mehr. Bestätigt. Sauber. Die neuen Geschütze der Basis sind ein einziges Ärgernis. Zum Angriff, Nix. Nee, ich wollte den anderen ausschalten. Och man, ich wollte den hier. Ah, ärgerlich. Ich sollte ich das einfach nicht. Wir brauchen Hilfe! Was ist hier los? Hat er das Teil dabei? Ich kann hier auch die Suche wieder wegmachen dann, ne? Da ist das Teil! Weg da, weg da, weg da! Nein, nimm das Ding mit! Ich hab... Ich hab einen Sequenzmodulator! Wohin damit? Was? Gutes Timing. Ich sende dir meinen Standort. Komm sobald du kannst. Alles gut! Ich hab's, das Teil. Wo ist mein Leiter? Na los, Nix. Leiter, komm, ich brauch dich erst echt. Er hat doch wie gespielt geklappt. Niemand hat mich gesehen. Verstanden. Setzen Sie die Suche bis auf weiteres fort. Abgehängt. Aber die Suche ist jetzt ganz schön gut hoch. Hochgegangen, ey. Ey, ich sollte nicht hier durchfahren. Wow! Ich werde verfolgt! Ich muss da rauf. Ich glaube, hier in der Gegend war ich noch nicht. Ich kenne mich hier nicht aus. Ey, jetzt reicht es aber mal hier, ey. Habt ihr nichts zu tun? Was ist das hier für eine...
Stromschnelle, wo ich reingeraten bin. Oje, oje. Nein, 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 nein. Ich glaube, hier ist die Karte zu Ende. Das ist nicht gut. Das sind hier die Wasserfälle. Warte mal, hier ist eine Kiste? Schmugglerlager 86? Da soll ich das Ding abgeben, die Hackerin. Das ist doch auch eine imperiale Basis hier, oder? Das ist auf jeden Fall imperiales Gebiet, das ganze Ding. Und ich werde übelst gesucht von dem. Wo ist denn hier das Schmugglerlager? Das da? Da ist eine Kiste. Die hier. Schmugglerlager 86, geöffnet. Okay, dankeschön. Ich muss hier nur hier halt irgendwie wieder von diesem Wasserfall weg. Ich bin fast die Klippe runtergefahren, ey, als ich geflüchtet bin. Okay, ich muss auf jeden Fall hier ins imperiale Gebiet rein und da ist die Hackerin. Super. Okay, dann werde ich mich darum kümmern, den Gesuchtstatus des Imperiums ein wenig zu verringern. Aber ich glaube, der läuft oben links, glaube ich, selber gerade schon ein bisschen wieder ab. Uns wurde die Flüchtige bei den südlichen Wasserfällen gemeldet. Handeln Sie schnell und nehmen Sie sie fest. Okay, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Okay, Leute, in der nächsten Folge werde ich dann Ayla treffen, die Hackerin, ihr das Teil geben in der imperialen Gebiet. Und dann hätten wir damit die nächste Ausbilderin für Case-Fähigkeiten freigeschaltet. Und das ist auf jeden Fall mein Ziel. Also vielen Dank fürs Einschalten heute, Leute. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß beim Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.